Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir ja einen kleinen Cut gemacht, weil sonst das Video zu lange geworden wäre. Und meine müden Augen haben gerade im Hintergrund etwas entdeckt. Da muss ich mal eben ganz schnell hin. Ich mag oh, ich kann nicht mehr reden. Zitschig-Portale. Ach so, eine kleine Sache noch vorweg. Also ich dachte gerade, der kommt hier hochgelaufen. Eine kleine Sache noch vorweg, wie ihr vielleicht hört, ich weiß nicht, wie es auf der Aufnahme rüberkommt, ist meine Stimme im Moment ziemlich weg, mal wieder. Das heißt, wenn ich hier oder da einen kleinen Cut mache, dann ja, habe ich wahrscheinlich Hier gerade einen drüben, Hustenanfall das gehabt. ist Hoffnungswurz. Etwas stimmt da nicht. Die Torwache ließ uns nicht hinein. Ihr seid also gewarnt. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Nantarion trug uns auf, ihn in Hoffnungswurz aufzusuchen, falls wir etwas über den Wildbrandsamen erfahren. Doch die Wachposten am Tor weigerten sich, uns hereinzulassen. Tribunin Alea und ich mussten nachgeben, bevor es zum Kampf gekommen wäre. Wir müssen uns also einen Weg hinein freikämpfen. Das dürfte schwierig werden. Dieser Ort erinnert mehr an eine Festung als an eine Siedlung. Zum Glück hat Tribunin Alea einen Plan ersonnen. Kein besonders ausgefallener Plan, doch ich glaube, er könnte klappen. Wie lautet der Plan? Nun, Tribunin Alea hat sich wieder ans Tor geschlichen. Sie wartet dort auf euch. Sie lockt die Wächter weg. Dann laufen wir hinein, während die sie verfolgen. Was lächerlich klingt, wenn ich es laut ausspreche. Und wenn wir drinnen sind? Jemand will nicht, dass wir mit dem König sprechen. Also macht euch auf den Weg zum Thronsaal, um Nantarion zu finden. Ich nehme an, er ist in den oberen Ebenen der Baumfeste. Ich habe eine Kletterarmbrust. Ich bleibe oben in den Zweigen und spähe für euch. Einverstanden? Ich habe auch eine Kletterarmbrust. Warum darf ich die nicht benutzen? Tribunin Alea treffen, hineingelangen, nach oben gehen. Verstanden. Weiß nur nicht genau wohin. Weil ich nehme an, da oben, das meint er mit. Was hat er? Ja, Thronsaal hat er nicht gesagt. Er hat was anderes gesagt. Geht nach. Moment, Moment, Moment. Geht nach Hoffnungswurz? Ah, ne, ist doch hier oben. Es kam ja auf der Karte gerade so weit weg vor. So, ist das hier? Ist der Eingang? Hey, hier drüben. Seid bereit. Ich gehe rein. Okay. Bleibt hier, Freundin. Lasst sie das Tor freimachen. Ja. Hört her. Ich will Antworten von Nantarion und ich will sie jetzt. Sie ist zurück? Packt sie! Das ist der Plan. Zum Tor! Ja, toll. Und ich? Machen wir doch wenigstens das Tor auf. Ah, ja, natürlich stehen sie hier. Mir ist übrigens, achso, jetzt sieht man es nicht, schade. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, hier war so ein Symbol, dass das zur Quest gehörte. Das hatte ich vorher allerdings noch nicht. Reiten dürfen wir wahrscheinlich nicht, war klar. Wir müssen da hoch und dann dahin. Ja, dann können wir, upsala, dann können wir ja durchlaufen. Hoffe ich zumindest. Bei meinem Glück weiß ich jetzt wieder nicht, wo wir entlang laufen müssen und muss dann irgendwie 5-mal zurücklaufen oder so. Hallo, guten Tag. Ich muss nur mal kurz mit dem König sprechen. Aua. So werden die Leute also empfangen. Ich habe die Wachposten abgehängt, aber hier ist eine verdammte Armee der Rückbesinnung. Ja, ich weiß. Lenkt mich doch nicht ab. Ich wollte doch gerade an denen vorbei. Du hast mich hier gerade voll abgelenkt, Mädel. Aber schön zu wissen, dass sie alles überstanden hat. Und dass sie die abgelenkt hat. Vielleicht könnte sie die von mir jetzt auch ablenken. Würde mir schon helfen. Ja, komm, im vollen Block. Aber ich glaube, man kann nicht blocken, wenn man am Boden liegt, ne? Nein. Die nervende Hand kommt jetzt nicht. Ich habe keine Zeit für euch. Wir haben heute noch was zu tun. Wir müssen hier noch eine Story aufnehmen. Ich habe wieder keine Ausdauer mehr. Schön. So,
So, dann kommt mal alle her. Da drüben! Das muss ein Befehlsstand der Rückbesinnung sein. Verhält euch! Keine Spur vom König, aber die Karten und Notizen könnten wichtig sein. Nehmt sie, Freundin. Könntest du mir vielleicht mal helfen? Alter, wer steht hier neben mir? Guck, da liegen Karten auf dem Tisch. Ja, dich greifen gerade 20 Leute an. Das ist nicht so schlimm. Aber neben dir liegt eine Karte auf dem Tisch. Das ist ganz wichtig. So, wollt ihr auch noch eins auf die Fresse hier, ja? Dann bleib stehen. Hat die Sau sich einfach nach hier gezogen? Ich glaube, zack. Funke, kommst du klar da hinten? Okay, gut. Wenigstens Funke hilft mir. Ne, Kumpel? Beragon? Die steht da echt nur und ist die Karte am Lesen. Nach dem Motto, ihr macht das schon. Okay, das ist die Karte hier von Westauen. Unten, das ist schon abgehakt. Das Kreuz. Nee, da sind wir nicht. Wir sind hier ungefähr, glaube ich. Dann ist das was von denen. Ein unheilvoller Brief und eine Karte mit chiffrierten Notizen. Ich habe etwas Erfahrung mit derlei Dingen aus meinen Tagen als kaiserlicher Schriftgelehrter. Packt das ein und nehmt es mit, meine Freundin. Ich versuche später, diesen Code zu knacken. Naja, die Karte ist zumindest kein Code. Untersucht die Dokumente. Achso, da hinten ist noch eins. Ah. Das haben sie schön gemacht. Aufseher für Vane. Unsere Verbündeten der Scherbensaat haben die Feldagardburg als Herzstück von Skingrads Verteidigung in den kolovianischen Hügeln identifiziert. Scherbenmarschall Vargas sammelt ihre Truppen, um die alte Festung zu überrennen. Sie möchte, dass wir eine vorläufige Erkundung der Gegend durchführen und eine Einschätzung der Truppenstärke der Garnison mitteilen. Oh, es tut mir leid. Also mir tränen auch gerade ein bisschen die Augen von meiner Erkältung. Ich kann nicht mehr so richtig lesen. Ein Erfolg der Scherbensaat bei der Feldagardburg, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, würde unseren eigenen Bestrebungen sicher nützen. Wählt ein paar zuverlässige Späher aus und lässt sie die Feste auskundschaften. Ich erwarte euren Bericht. Ich entschlüssele die Karte später. Nur weiter, Freunde. Die Rückbesinnung darf den König nicht als Geisel nehmen. Ja. Zum Weg ist er einfach. Hat ihn wahrscheinlich schon erwischt. Nantarions Wachen können kaum eine Armee der Rückbesinnung abwehren. Ich bin ziemlich sicher, wir haben König Nantarion auf dem Weg nach oben nicht verpasst. Das bedeutet, er muss über uns in dieser Baumfeste sein. Sofern wir davon ausgehen, dass die Rückbesinnung ihn nicht schon woanders hingebracht hat. Oder dass er einfach getötet wurde. Ja, dass sie ihn woanders hingebracht haben, das war jetzt eigentlich auch meine Idee. Hier ist gerade keiner. Es ist hier gerade so ein Funke. Läuft die einfach hier auf den Sachen rum. Ich glaube, Takt. Waldelfischer Pilz. Na gut. Wo müssen wir denn bis zum Ende? Komm. Deine Kumpels haben mich so genervt gerade. Dich machen wir mal direkt kaputt, weil hier oben ist ja irgendwo die Spitze. Da. Okay, ist doch ein neues Gebiet. Dieser Ort geht ja immer weiter nach oben. Wie groß ist dieser Baum überhaupt? Das würde ich auch mal gerne wissen. Wir wollen nicht nur das Verlorene zurückverlangen. Es geht um unser Erbe. Bald wird sich Dämmerholz ausbreiten und diese kolovianischen Bastarde vertreiben. Diese Ruinen waren einst unten auf dem Hügel. Die Äste von Hoffnungswurz hoben sie in den Himmel. Dieses Tuch. Etwas daran ist seltsam. Welche Macht zog mich in diesen Ort? Ist das... Ja, ich glaube, man nennt das eine Taverne. Ich sehe die vielen Pfade dort zusammen. Was zum Reich des Vergessens war das gerade? Bleib stehen, dann können wir drüber reden. Hallo. Haut die einfach ab. Bleib doch mal stehen. Mädel, ich habe jetzt schon dreimal geklickt. Dieser Stein, den ihr dabei habt, löste eine Vision aus.
Wie hat er das gemacht? Wer war diese Frau? Das ist Echonia, ein Relikt, das Erinnerungen offenbart. Und das war die Dedra-Fürstin Atelia. Unglaublich. Das war eine Dedra-Fürstin? Sie wirkte gar nicht mächtig oder gruselig. Sie wirkte sogar richtig orientierungslos. Also warum war das wichtig? Woran genau war das eine Erinnerung? Itelia erwähnte die vielen Pfade und eine Taverne, an der sie zusammenlaufen. Die vielen Pfade? Klingt wichtig, aber ich weiß nichts darüber. Doch es gibt eine Taverne nicht weit von hier. Man nennt sie das ausgestoßene Gasthaus. Ihr solltet es überprüfen, sobald wir hier fertig sind. Gehen wir weiter. Falls das Echonir uns mehr zu zeigen hat, lasst es mich wissen. In Ordnung, ich halte die Augen offen. Darum. Erstmal wieder orientieren hier. Ja, ich weiß, da dahinten der Eingang ist. Dieser Wald ist nur die erste Veränderung, die uns versprochen war. Es ist an uns, uns diese verheißenen Belohnungen zu verdienen. Wir müssen für sie kämpfen. Wie weit muss ich nur laufen? Weil sonst würde ich einfach durchlaufen. Jetzt geht's hier wieder runter? Oh nein, ich bin wieder am Anfang. Das sieht aus wie ein weiterer Wildbrandsamen. Das ist nur cool. Da kommt jemand. Runter. Hier. Der Samen für Skingrad ist bereit, mein König. Schafft ihnen meinen Thronsaal. Vargas und ich führen das letzte Ritual durch und bringen den Samen auf den Weg. Die Scherbensaat ist unzuverlässig. Wir dienen derselben Fürstin. Solange ich die Rückbesinnung führe, wird die Scherbensaat uns helfen. Ja, mein König. Ich finde das ja mal klasse. Wenn ich gehe, können sie mich sehen. Aber dann sagen die NPCs runter und dann hocke ich hier. Ich habe alles gehört. Geh zum Thronsaal. Ich gehe außen herum und greife sie von hinten an. Und dann hocke ich hier und bin unsichtbar. Ich finde das immer eine ganz tolle Logik in dem Spiel. Moment. Sie ist jetzt einfach hier vorne drüber gehüpft. Na gut, er hat sich jetzt hoch mit der Kletterbrust hochgedingst. Das ist okay. Das kann ich nachvollziehen. Warum sie da sich einfach jetzt in die Tiefe gestürzt hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber das werden wir vielleicht gleich erfahren. So, geradeaus und dann so ein Stückchen links. Da haben wir nichts, also nehmen wir den rechten Weg. Links ist natürlich auch Blödsinn, weil es war spiegelverkehrt. Ich überlasse euch den Stab der vielen Pfade, Nantarion. Setzt ihn klug ein. Päh, euer Baum hat Ungeziefer. Grünsprecherin Sorilen, kümmert euch um die Eindringlinge. Sie dürfen das Ritual nicht stören. Vargas, helft den Samen vorzubereiten. Um seinetwillen bereite ich euch ein schnelles Ende. Also ich bin ganz ehrlich, ich möchte diese Strecke nicht tagtäglich da hoch und runter laufen auf dem Baum. Das Ritual! Ich darf nicht zulassen, dass ihr es unterbrecht. Ich würde es aber unterbrechen. Wenn ich die Möglichkeit kriegen will. Alter, was war das? Meine Schoßtiere! Wo kam die Rüssel her? Vernichtet den Wildbrandsamen. Na, fuck. Nein, das Ritual ist unvollendet. Hier stimmt etwas nicht. Es ist zu früh. Der Wildbrandsamen gab die Energie zu früh frei. Lauft! Natarion erkennt sicher einen Weg hinaus. Der Wildbrandsamen entfesselte seine Energie, als sie ihn vernichtet hat. Hoffnungslos ist verloren. Wo sind die alle? Ja, ist ja gut, aber was heißt raus? Wo muss ich rum? Hier hoch? Nee. Doch, da soll ich eigentlich hin, aber wie soll ich da hinkommen? Alter, gib mir doch ein Portal oder sowas. Ach, hier! Ach! Da ist sie! Hier entlang, nein! Kameradin. Lass mich doch in Ruhe! Mann!
Keiner da? Miragon. Beim Grün. Der Wildbrandsamen hat Hoffnungswurz zerstört. Hoffnungswurz? Ein schöner Name für ein hässliches Geheimnis. Und ein Das war knapp. Aber wenigstens haben wir den Samen vernichtet und diese Festung der Rückbesinnung zerstört. Doch, ich hatte gehofft, es geht anders für Grünsprecherin Sorilen aus. Ich würde nur gern wissen, was sie in die Arme der Rückbesinnung und ihrer verrückten Anführer getrieben hat. König Nantarion und Scherbenmarschall Vargas sind entkommen. Wir werden sie wiederfinden. Wir haben ihnen hier in Hoffnungswurz einen schweren Schlag versetzt. Sie werden die Truppen der Rückbesinnung anderswo sammeln müssen. Das wird Zeit kosten. Dieser Stab. Vargas nannte ihn den Stab der vielen Pfade. Sie vertraute ihn Nantarion an. Es sah aus, als wollte er ihn beim Ritual mit dem Wildbrandsamen einsetzen. Gut. Zurück in mein Stadthaus, meine Freundin. Überlasst mir die Karte, die wir fanden. Ich will sie untersuchen. Und wir sollten uns mit Leramiel besprechen, falls sie von ihrem rätselhaften Auftrag zurück ist. Es ist klar, dass Ithelias Daedra der Rückbesinnung helfen. Wir müssen wissen, warum. Hier ist die Karte. Ich treffe euch an eurem Stadthaus in Skingrad. Ihr beide geht weiter. Dieser Bericht, den wir fanden. Ich muss zur Feldergardburg. Dieser Bericht über die Feldergardburg, den wir fanden, bereitet mir Sorgen. Wenn die Scherbensaat die Festung einnimmt, beherrscht sie die Kolovianischen Hügel. Ich muss dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Sucht mich dort auf, wenn ihr Zeit habt, Kameradin. Ich bin sicher, ich werde eure Hilfe brauchen. Okay, machen wir. Aber erstmal machen wir uns auf, ich gucke gerade in welche Richtung, um nach Skingrad zurückzukehren. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Was haben Ithelia und ihre Scherbensaat hier zu gewinnen? Warum helfen sie der Rückbesinnung und erlauben ihr, die Wildbrandsamen einzusetzen, um die Westauen zu verwandeln? Was übersehen wir, meine Freundin? Dass ich Ithelia nachspüre, führte mich hierher. Vielleicht hängt die Antwort mit ihr zusammen. Das sollte wohl lieber Leramiel durchdenken. Doch ihr seid da anscheinend auf etwas gestoßen. Sowohl die Rückbesinnung als auch die Scherbensaat dienen der Fürstin der Pfade. Irgendwie ergänzen ihre Ziele einander. Was mich zu einer anderen Frage bringt. Wo ist Ithelia? Ich sah in Hoffnungswurz eine Echonir-Version. Eine Erinnerung daran, wie Ithelia zum ausgestoßenen Gasthaus ging. Das ausgestoßene Gasthaus? Ich kenne diesen Ort. Wir hinderten nicht nur Nantarion daran, einen Wildbrandsamen nach Skingrad zu schicken. Wir fanden auch Rückbesinnungsnotizen über die Feldergardburg und eine Erinnerung an Ithelia, wie sie das ausgestoßene Gasthaus besuchte. Und das ist nicht alles. Das ist nicht alles? Wir haben Nantarion als Anführer der Rückbesinnung enttarnt. Wenn Vashabar davon erfährt, reißt man ihm die Krone vom Kopf. Er mag die Rückbesinnung anführen. Doch er kann sich nicht mehr verstecken. Und wir haben Skingrad vor einem Wildbrand bewahrt. Hier, meine Freundin, ihr habt euch dies verdient. Und wir erhalten einen präzisen Bogen vom Pakt Makabre Lese und einen Fertigkeitspunkt. Die Karte, die wir in Hoffnungswurz fanden, birgt einen wertvollen Hinweis. Ich weiß es einfach. Gebt mir etwas Zeit. Und ich werde den Code entschlüsseln und mir einen Reim auf alles machen. Eines ist allerdings klar. König Nantarion und seine Verbündeten sind noch nicht mit den Westauen fertig. Wir haben ihre Festungen zerstört und ihren Wildbrandsamen vernichtet. Was könnten sie sonst noch vorhaben? Ich werde es nicht sicher wissen, bis ich Nantarions Notizen entschlüsselt habe. Doch Ithelia ist immer noch auf freiem Fuß. Die dädrischen Vorstöße haben nicht aufgehört. Und die Truppen der Rückbesinnung sind in Aileiden-Ruinen so zahlreich wie die Reifzecken am Aas. Sie suchen nach etwas. Was meint ihr, wonach die Rückbesinnung sucht? Wenn ich an die Aileiden denke, denke ich an Magie. Welkünsteine, Portale, uralte Relikte. Dinge, die in den falschen Händen gefährlich sein könnten.
Doch wie das zu Nantarions Plänen passt, weiß ich nicht. Meint ihr, ihr könntet mir helfen, dieses Mosaik zusammenzufügen, meine Freundin? Ich helfe euch, den Plänen der Rückbesinnung nachzugehen. Wo fangen wir an? Tribunin Alea und Leramil könnten eure Hilfe brauchen. Die Tribunin sorgt sich um einen Angriff an der Feldergardburg. Und Leramil glaubt, es wäre wichtig, das ausgestoßene Gasthaus zu untersuchen. Seht, was ihr tun könnt, um ihnen zu helfen. Kehrt danach hierher zurück. Ja, und ich würde sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen, bevor er uns jetzt alles über die Aufgabe erzählt, was wir dann allerdings alles in der nächsten Aufgabe wissen sollten. Deswegen verabschiede ich mich erstmal und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.